Heute habe ich einen Skoda bei mir und da hat der Kunde selbst etwas ausprobiert und ist zu dem Entschluss gekommen, dass wahrscheinlich der Motor defekt ist. Er hat viele Sachen selbst ausprobiert und es geht hier um einen Skoda Octavia 1,8 Liter TSI mit 150 PS. Der Kunde war selbst aktiv und hat den Fehlerspeicher auslesen lassen oder selbst ausgelesen, denn das Urproblem war das, dass der Motor wie ein Sack Nüsse gelaufen ist, also sehr unrund, hatte auch Fehlzündungen hinten raus und man hört, dass der Motor sich einfach nicht gesund anhört. Aufgrund des Fehlerspeichers hat er dann die Zündkerzen erneuert und hat gehofft, dass der Fehler natürlich dann verschwunden ist, was aber nicht so war. Dann hat er die Kompression prüfen lassen oder selbst geprüft, dann hat er mit seinem Kumpel noch die Zündspulen erneuert, aber das Auto lief immer noch wie vorher. Also kamen sie zum Schluss auf die Idee, dass wahrscheinlich der Motor defekt ist und nicht mehr funktioniert, also mechanisch. Also haben sie sich an mich gewendet und ich habe gesagt, ich gucke mir das Ganze an und suche mal den Fehler. Das Erste, was ich mache, ist wie immer, ich lese mal den Fehlerspeicher aus, denn wenn wir einen Fehlerspeicher haben, dann könnten wir ja Indizien dazu haben, was denn so kaputt sein könnte. Leider haben die Jungs den Fehlerspeicher gelöscht und es gab natürlich dann für mich nichts, was ich nachvollziehen könnte, aber ich habe mir den Fehlerspeicherauszug zukommen lassen und habe dort diese Fehlercodes festgestellt. Also es waren wirklich sehr viele mit Ladedruckregelung, dann einmal mit Leerlaufregelung, Luftansaugsystem undicht und Kraftstoffsystem gemischt zu mager. Das sind die Fehlercodes dazu. Und ich habe Folgendes gemacht, ich bin hingegangen und habe mal über die Ist-Werte mal tatsächlich das Ganze angeschaut. Über einen guten Diagnosetester kann man dann über die Ist-Werte feststellen, ob die Zylinder tatsächlich Zündaussetzer erkannt haben oder nicht. Das wird dann über das Motorsteuergerät und über den Rundlauf des Motors festgestellt, über den Kurbelwellensensor. Und in diesen Ist-Werten können wir dann auch tatsächlich sehen, wir haben definitiv Zündaussetzer. Das erkennt auch das Motorsteuergerät und gibt uns dann diese Zahlen wieder, wie schnell oder wie oft diese Zündaussetzer tatsächlich stattfinden. Also wir haben definitiv ein Problem mit einem unrunden Leerlauf. Aber das werden wir uns direkt am Motor mal anhören. Allein akustisch hört man, dass der Motor nicht richtig läuft. Er schüttelt und hat ein sehr lautes Zischen oder Pfeifen, das nicht umsonst stattfindet. Aber ich möchte, dass ihr das Geräusch hört, damit ihr den Vorher-Nachher-Vergleich habt. Auch hinten am Auspuff ist es deutlich zu hören. Hört euch mal den Rundlauf des Motors an. Wenn man ehrlich ist, hört sich der Motor sehr gequält an. Also wie als würde er quasi einen Sog erzeugen. Jetzt schaut mal, was mit diesem Öldeckel passiert. Dieser Öldeckel wird vom Motor angesaugt. Und das ist nämlich nicht normal. Man braucht einen starken Griff, um diesen Öldeckel vom Motor zu trennen. Und ihr hört, es zischt immer noch. Man hört auch, dass der Motor reagiert und die Ursache ist nämlich dieses Ventil. Denn mein Verdacht ist, wenn dieses Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsventil undicht ist, dann wird dieser Unterdruck von dem Saugrohr, der dort erzeugt wird, denn der Unterdruck wird dann über diesen Schlauch, über das Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsventil in das Kurbelwellengehäuse weitergeleitet und dadurch dieser Unterdruck erzeugt, was dann dazu führt, dann dass wir dann ganz komische Fehler haben und der Motor sehr unrund läuft. Um das Ganze zu demontieren, müssen wir die Zündspulen ausbauen, genauso wie diese Zündspulen, genauso wie die Verkabelung. Und es gibt außenrum einige Schrauben, die ihr zu demontieren habt. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, müsst ihr aufpassen, es gibt hinten ein Rohr, das quasi für die Entlüftung zuständig ist. Das hat eine Schraube und das müsst ihr nach außen wegziehen. Ich habe das Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsventil erneuert und habe mal das alte zerlegt, um zu zeigen, was das Problem ist. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr aufpasst, dass dieses Rohr hinten nicht bricht. Denn wenn ihr unvorsichtig seid, dann braucht ihr das noch zusätzlich. Und das geht wirklich gerne kaputt. Was man an diesem Und genau hier ist die eine Schraube und dann wird das nur eingesteckt. Da ist auch außenrum eine Dichtung dabei. Ich habe das Ventil dann in Einzelstücke zerlegt, um nachzuschauen, ob es tatsächlich auch so ist, dass das irgendeinen Schaden hat. Und das kann ich euch jetzt zeigen. Der Deckel demontiert
zeigt auf der Rückseite ein defektes Membran. Und das ist auch der Grund. Dieses Membran lässt dann den Unterdruck durch, weil es dann nicht mehr schließt. Das Ventil lässt einmal einen Druck rein, aber einen Unterdruck nicht durch. Und das ist auch die ganze Ursache. Und aufgrund dieses defekten Ventils läuft der Motor so schlecht. Aber hört euch mal an, wie er sich jetzt anhört. Ach, und bevor ich was vergesse, ihr müsst ein paar Sachen vorher erledigen, bevor ihr die Probefahrt durchführt. Denn ihr solltet den Fehlerspeicher löschen, um sicherzugehen, dass keine Folgefehler oder irgendwelche anderen Fehler noch abgelegt werden. Genauso wie das Zurücksetzen der Adaption. Denn es ist sehr wichtig, dass die Adaption zurückgesetzt wird, weil der Motor in der Gemischbildung komplett verstellt ist. Der Motor muss quasi wieder auf Null gesetzt werden, damit er sich richtig adaptieren kann. Denn diese Adaption findet nicht in 1 oder 2 Minuten statt, sondern über eine längere Probefahrt. Damit ihr das Problem nicht habt, dass irgendetwas vielleicht nicht so ganz richtig läuft, müsst ihr das Ganze zurücksetzen und eine Probefahrt durchführen. Das vereinfacht nämlich das Ganze, denn der Motor lernt relativ langsam und würde diese schlecht verschobene Adaption sehr lange Zeit korrigieren, was total unnötig wäre. Und nach der Probefahrt erneut den Fehlerspeicher auslesen und im Regelfall ist alles supi. Jetzt hört euch mal den Auspuff an, wie sich das Ganze jetzt anhört. Das gleiche nochmal im Motorraum, das sind natürlich Welten. Und jetzt machen wir den Test mit dem Öleinfülldeckel. Seht ihr das, wie einfach dieser angehoben werden kann, ohne viel Kraftaufwand? Und das ist doch super. Also hatten wir eine Kleinigkeit, die wirklich zu einem schwerwiegenden Folgefehler geführt hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Diagnose. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls es noch irgendwelche offenen Fragen gibt oder ihr irgendetwas wissen wollt, könnt ihr mir gern was in die Kommentare schreiben. Und bevor wir das Ganze abschließen, ein letztes Wort zum Schluss, also aus meiner Erfahrung und wie ich das noch gelernt habe. Es ist nicht immer wichtig, einen Diagnosetester dabei zu haben, wobei das bei modernen Fahrzeugen relativ, sage ich mal, sicher eine Pflicht sein sollte. Aber manchmal muss man sich einfach nur auf seine Sinne verlassen, denn oft spielt das Auge und das Gehör genauso wie ein Gefühl für etwas eine sehr große Rolle. Denn man kann auch etwas diagnostizieren, ohne einen Tester zu haben, und das ist heutzutage sehr, sehr schwierig. Denn ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn einer einen Fehler nicht findet. Auch ich bin nicht perfekt und brauche manchmal 2 oder 3 Anläufe oder vielleicht fange ich von der falschen Richtung aus an. Aber im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, Erfahrung kann man nicht kaufen und man wird immer nur noch besser dadurch. Genauso wie das Abonnieren, das würde meinem Kanal auf jeden Fall helfen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zur nächsten Diagnose.